Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein Gesamtkunstwerk, das Gartengestaltung und Architektur in zuvor nie gekannter Harmonie vereinigt. Auf gut 140 Quadratkilometern sind Schlösser, über 100 Kleinarchitekturen und unterschiedlich gestaltete Parkanlagen in die Auenlandschaft an Elbe und Mulde eingeflochten. Es ist ein herausragendes Beispiel für die Umsetzung philosophischer Prinzipien der Aufklärung in einer Landschaftsgestaltung. Seit 2000 gehört es darum zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist einer der wunderbarsten Orte, die es auf der Welt gibt. Das stelle ich immer wieder fest. Trotz der Schnelligkeit, in der der Mensch heute lebt, ist der Garten einfach der Ort der Kontemplation, der Ort der Stille, der Ort, wo man Kräfte tanken kann. Und insofern hat der Garten eine Aktualität, die ist unbezahlbar. Das Gartenreich ist vor allem sein Werk, Leopolds III., Friedrich Franz Fürst von Anhalt-Dessau. Kaum an der Macht begann er ab 1764 in seinem Fürstentum mit seinem Programm der Landesverschönerung. Als Anhänger der Aufklärung sah er die Freiheit in der Natur begründet und orientierte sich an den damals modernen englischen Landschaftsgärten, in denen sich die Natur scheinbar frei entfalten konnte. Mit dem Wörlitzer Park entstand ab 1764 der erste englische Landschaftsgarten Kontinentaleuropas. Die Anlage bildet mit kleinen Tempeln, Gartenplastiken und dem künstlichen Vulkan auf der Insel Stein den gestalterischen Höhepunkt des Gartenreiches. Doch dem Fürsten ging es nicht nur um Ästhetik. Er ließ Obstgehölze anlegen, um die Versorgungslage seiner Untertanen zu verbessern. Oberste Maxime war es, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Er hat da eben einfach gesehen, dass es sinnvoller ist, mit den Menschen, die in seinem Land lebten, so umzugehen, dass es für den Einzelnen auch ein Erfolgsmodell wird und nicht nur für den Fürsten alleine. Die Bevölkerung hatte deshalb fast uneingeschränkten Zutritt zu den Gärten und einigen Schlössern. Denn Fürst Franz verfolgte auch pädagogische Ziele. Als Anhänger der Aufklärung nutzte er die Gartenkunst, um politische Ansichten in Landschaftsbildern zu zeigen. Der Toleranzblick ist ein besonderer Ort. Von dieser goldenen Urne aus sieht man in zwei Richtungen. Auf der einen Seite eben die Synagoge und auf der anderen Seite die protestantische Kirche St. Petri. Also von diesem Punkt aus verbinden sich im Grunde genommen zwei Formen der Religion. Und die hat er durch den Toleranzblick verbunden. Im Zentrum des Wörlitzer Parks errichtete der Baumeister Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf zwischen 1769 und 1773 mit dem Wörlitzer Schloss das erste klassizistische Gebäude außerhalb Englands. Die originale Inneneinrichtung aus dem 18. Jahrhundert ist erhalten. Das gilt auch für die Sammlung von historischen Keramiken aus der britischen Manufaktur Wedgwood. Die rege Bautätigkeit führte zu einem regelrechten Stilpluralismus. Das gotische Haus im Wörlitzer Park beeinflusste entscheidend die Entwicklung der neugotischen Architektur in Mitteleuropa. Schloss Mosigkau hingegen ist eine Perle des Rokoko. Den klassizistischen Landsitz Luisium schenkte Fürst Franz seiner Frau Luise 1780 zum Geburtstag. Eingebettet wurden die Schlösser in immer neue Landschaftsparks. Die Gartenanlage des Schlosses Georgium von 1780 schmücken römische Ruinen, ionische Rundtempel und antike Torbögen. Das Schloss beherbergt heute die Anhaltische Gemäldegalerie. Den Park des Schlosses Oranienbaum hingegen ziert eine asiatische Pagode. Hier ließ Fürst Franz einen Garten im englisch-chinesischen Stil anlegen. Also der Besucher des 18. Jahrhunderts oder der Reisende des 18. Jahrhunderts hatte eben, wenn er denn die Grenzen des Fürstentums überschritt, den Eindruck, es wäre ein großer Garten. Also man sieht ja auch, wenn man heute durch einen Garten geht und welche Kraft von einem Garten ausgehen kann, dass das schon etwas Erhebendes ist. Und das, glaube ich, hat sich, unterstelle ich mal, auch den damaligen Mitmenschen des Fürsten auch übertragen. Von seiner Anziehungskraft hat das Gartenreich bis heute nichts verloren. Jeder ist eingeladen, dieses Welterbe der UNESCO mit seinen Parks und Schlössern zu erkunden. Das Gartenreich bietet auch noch heute Erholung, Bildung und Kultur, ganz im Sinne seines Schöpfers.